Wir haben zum Weltkindertag eigentlich ein großes Fest geplant, was ja Corona-bedingt leider nicht stattfinden konnte, was aber in der Schublade liegt und im nächsten Jahr auf jeden Fall groß gefeiert wird. Und heute haben wir ja so verschiedene Dinge einfach mit reingenommen. Es gab eine Feuershow, die wir hier hatten auf dem Keilerplatz. Außerdem gab es eine kleine Ausstellung. Grundschüler der Stadt Marl hatten in den vergangenen Wochen Bilder gemalt, auf denen sie zeigen, welche Kinderrechte ihnen denn am wichtigsten sind. Für viel Aufmerksamkeit sorgt aber auch das neu gegründete Forum Marl, eine Diskussions- und Aktionsplattform. Heute ist ja der Weltkindertag und wir haben mit der mobilen Jugendarbeit heute gemeinsam in Kooperation einen eigenen Stand aufgebaut. Plus aktuell zu den Bundestagswahlen sind ja auch die U18-Wahlergebnisse jetzt raus. Und die haben wir hier vorne dokumentiert komplett. Also wir haben mit Kreide und mit verschiedensten Farbmethoden haben wir das hier festgehalten. Natürlich mit Wasserfarbe, damit es auch abgeht. Und genau, da kann man das Ergebnis sehen. Riesengroß und eben auch sehr imposant, sodass man wirklich sehen konnte, wie die Jugend in der U18-Wahl gewählt hat und wer die Regierung bilden würde, wenn es denn eben nach der Stimme der Jugend gehen würde. Das kommt. Das nächste, was man sich jetzt hier vielleicht vorstellen kann, ist eine Art Jugendrat. Jetzt der Anfang hier in Marl im Moment. Eine relativ freie Beteiligungsform ab 12 Jahre. Jugendliche treffen sich, Jugendliche bestimmen was und Jugendliche versuchen, etwas in der Stadt zu verändern. Das ist jetzt mit einer der ersten Sachen. Ansonsten werden wir auch am Freitag beispielsweise moderieren und sowas bei einer Wahlveranstaltung. Genau, also, bei den Qualen der Wahl. Ja, genau. Und wir haben auch, eine Social-Media-Kampagne gestartet für die Bundestagswahl. Also das geht gerade schon in eine gute Richtung. Ja, also am Weltkindertag was zu machen, finde ich unglaublich wichtig. Man kann natürlich so eine Aktion so im Kleinen machen. Ne? Ist aber ganz wichtig, das eben auch nochmal auszustellen. Also zum Beispiel diese Kunstaktion hätte ja auch einfach nur in Anführungsstrichen in den Klassen und OGS-Gruppen und so gemacht werden können. Aber eben das nochmal auszustellen und auch wirklich den Erwachsenen zu zeigen, was eben die jungen Menschen denken und was für die insbesondere einfach ganz wichtig ist, finde ich total wichtig und wertvoll und bin auch froh, dass wir das tatsächlich auch noch umsetzen konnten und machen konnten.